Der neue SLS AMG Safety Car ist ein High-Performance-Fahrzeug mit einem Supersportwagen, mit allen Top-Sachen, was man im Fahrzeug brauchen tut. Es ist eine Leichtbauweise. Wir haben einen Front-Mittelmotor. Wir haben einen extrem niedrigen Schwerpunkt am Fahrzeug. Wir haben ein Transaxle-Getriebe. Das heißt, Getriebe sitzt auf der Hinterachse, was eine sehr gute Balance im Fahrzeug bringt. Wir haben doppelte Querlenkerachsen, was auch für das Einlenken sehr, sehr wichtig ist natürlich. Und wir haben eine High-Performance-Keramikbremse, dass das Fahrzeug eigentlich optimal verzögert. Und ich glaube, diese ganzen Faktoren zusammen heißt ein optimales Safety Car für die Formel 1. Und es macht wahnsinnig Spaß, mit dem Fahrzeug zu fahren. Gut, das Safety Car kommt natürlich nur dann zum Einsatz, wenn irgendwas auf der Strecke passiert ist. Das heißt, ein Unfall zum Beispiel auf der Strecke passiert ist, die Strecke ist nicht frei befahrbar oder nicht sicher befahrbar, dann kommt das Safety Car zum Einsatz. Oder wie es wir in der Vergangenheit sehr häufig hatten, durch witterungsbedingte Sachen, starker Regen, monsunartiger Regen, wie man es teilweise in Malaysia hat, dann kommt das Safety Car zum Einsatz. Oder wenn ganz einfach nur Trümmerteile, ein Heckflügel oder irgendwas ist im Fahrzeug abgebrochen, diese Teile können nicht geborgen werden, dann kommt das Safety Car auch zum Einsatz. Ich kriege alle Anweisungen von Race Control. Ich kann nicht auf Eigenverantwortung auf die Strecke fahren, sondern von unserer Leitzentrale. Die schickt mich raus und sagt dann auch wieder, wann ich wieder reinholen kann. Zu diesem Zeitpunkt beobachte ich auf der Strecke. Ich schaue, dass ich das Feld zusammenbinde, langsam um die Strecke rumfahre. Langsam heißt für mich im Safety Car übrigens sehr, sehr schnell zu fahren, aber langsam genug, dass die Formel-1-Fahrzeuge sicher und immer sicher um die Strecke geleitet werden können und vor allem auch, dass die Marshals, die den Unfall bearbeiten müssen, Medical Car zum Beispiel, der Doktor am Fahrzeug arbeitet, dass alle die Leute sehr, sehr sicher an der Strecke arbeiten können. Ich gebe dann meinen Kommentar dazu ab zu Race Control. Ist die Situation bereinigt, sage ich mal, bekomme ich einen Funkspruch von Race Control und das heißt dann meistens, dass ich da wieder in die Box einfahren soll und das Rennen wieder freigegeben werden kann.